Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Gothic 2 und die Nacht des Rabenmördern. Wir haben drei der vier Drachen erledigt und müssen uns jetzt noch Nummer 4 suchen. Hey, you! Und noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Mana ist da, Waffen sind da, Tränke sind da. Dann suchen wir mal den vierten Drachen. Immer diese blöde Kante da. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste der sich unten rechts befinden, also Südosten. Alles andere haben wir ja eigentlich bisher abgegrast. Könnte noch sein bei Xardas alten Turm, aber ich denke mal, dass es im Südosten sein wird. Von daher werden wir uns jetzt dahin bewegen. Ganz schnell. Mal zur Sicherheit Zauber ziehen. Schauen, was hier noch rumkreucht und fleucht. Scheinbar nicht viel. Tja. Auch okay. Oh, da hinten ist ein Ork. Knappe Geschichte. Ja, immer dieser blöde Bug. Das dauert nicht so lang. Das ist auch jetzt nicht besser. Nimm mal runter damit. Deinen Trank nach dem anderen. So. Da haben wir es doch. Auf Kopf. Hier ist so ein Ding wie ein Teleportstein, aber sonst ist nichts zum Teleportieren. Wie, das ist zu weit entfernt. Achso, die steht andersrum. Auch leer. Hey, warum war denn hier noch ein Typ? Hier war die Höhle des, wie heißt er denn? Des Schläfers, genau. Hier klettert man nachher rein am Ende des ersten Teils, um sich dem gefürchteten Schläfer in einem epischen Endkampf zu stellen und ihn fertig zu machen. Naja, wenn man es geschafft hat. Das hat manchmal mehrere Versuche gebraucht.
So. Schluckspecht. Ein Mana Trank nach dem anderen. Ich glaube, wir müssen einfach nur weiter hier hoch. Ja, das sieht richtig aus. Lauf schneller, lauf schneller. Oh, so geht's besser. So. Eine Festung in den Bergen. Was wäre passender für einen Steindrachen, sich zu verstecken? Naja, aber mit schwer bewacht ist hier nichts, was die berichtet haben. Wahrscheinlich auch schon alles vernichtet. Ach, meine Güte. Hört der Weg auch nochmal auf? Das hätte man auch kürzer machen können. Aber wir haben es ja jetzt gleich geschafft. Oder auch nicht. Warum ist hier kein Drache? Verdammt. Aber hier ist ein Teleportstein. Ah, hier ist das Gegenstück vielleicht. Na toll. Gehen wir mal hier rein. Tja, Folterkammern. Da brennt tatsächlich noch eine Fackel. Ein Belia-Schrein. Der wird wahrscheinlich leer sein hier. Ja. Der Kasten. Ja, ich weiß, es ist die Truhe, aber ich sage jetzt der Kasten, um mich zu retten. Und nein, natürlich ist hier nichts. Mist, 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 Mist. Mist. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es hier ist. Wo war das denn dann? So viele Möglichkeiten habe ich ja dann nicht mehr. Ist das doof. Tja, Ah, da vielleicht. Etwas über Xardas Türmsche. Was jetzt genau der Punkt sein wird, wo wir uns
hin teleportieren. Da, zum alten Dämonendom. Ich weiß jetzt nicht, ob er den auch geklärt hat. Nein, natürlich nicht. Komm raus, zeig dich. Really? Kommst du jetzt wohl raus? Sind die eingefroren? Das wäre doch der optimale Zeitpunkt für... einen Test. Okay, der Test war nicht so erfolgreich. Huch. Das geht schneller. Later. Fluchtrune. Na toll, die brauchen wir nicht. Jetzt weiß ich, warum ich gespeichert habe. Hey. Da ist doch hier unten bestimmt ein Dämon, oder? Nein. Hä? Wo? Tja. Trotzdem sind die Truhen leer. What? Ach, die sind bestimmt eine Etage tiefer. Empfangen mich jetzt schon warm. Saufen, 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 heilen und zaubern. Oder so. So. Hier noch eine? Eine Harpie. Anfänger. Da ist nichts zu holen.
nichts zu plündern. Sauber.